Herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen. Heute geht es um das Update 1.13 für Herrn Showdown. Und das steht bereits in den Startlöchern, wird wohl sehr, sehr bald auf den Testserver kommen und danach hoffentlich, wenn alles gut geht, auch bald auf die Live-Server. Was es alles Neues gibt, darüber reden wir jetzt. Das zeige ich euch. Jeder, der den Devstream von Crytek nicht sehen konnte oder einfach schlichtweg nicht so gut Englisch kann, dem sei hiermit hoffentlich geholfen. Wir gehen darüber und sprechen das Wichtigste an. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Let's go! Kurzer Hinweis, euch ist es sicherlich schon aufgefallen. Dadurch, dass es natürlich noch nicht auf dem Testserver ist, konnte ich selbst kein eigenes Videomaterial zur Verfügung stellen. Und deswegen zeige ich euch einfach im Hintergrund ein bisschen was vom Devstream von Crytek. Hier geht es also auch schon los. Der erste große Punkt, der mit dem kommenden Update 1.13 in das Spiel Herrn Showdown kommen wird, ist eine Shooting Range, also ein Schießstand. Und wie schaut dieser Schießstand genau aus? Zum einen kommt man dahin, indem man einfach einen neuen Tab eingebaut hat im Hauptmenü. Der ist da, wo das Tutorial sich auch befindet. Da kann man jetzt direkt auf den Schießstand zugreifen. Und das Ganze bietet 5 einzelne Areale. Das Fort Kamek wurde dafür verwendet und ihr werdet es auch gleich sehen. Da könnt ihr also alles ausprobieren nach Herzenslust. Und ja, sicherlich eine ziemlich coole Sache. Es geht aber nicht nur darum, alleine die Waffen zu testen gegen diese kleinen Figuren, die ihr gleich sehen werdet, gegen diese Dummies, sondern ihr könnt auch mit euren Freunden reingehen und dann entweder als Teammates oder eben auch gegeneinander euch da selber die Kugeln um die Ohren hauen und da ein bisschen rumtesten. Man kann da natürlich auch testen, okay, wie verhält sich es, wenn ich jetzt einen Teammate beschieße oder dem eine Granate um die Ohren haue oder eben, wenn er mein Feind ist, ja, auf verschiedene Distanzen und so weiter mit verschiedenen Munitionsarten. Da kann man also wirklich rumspielen. Man sieht den Damage auch eingeblendet, ähnlich wie bei irgendwelchen RPGs oder sowas. Ja, da sieht man dann auch so eine kleine Zahl vom Damage her. Und das ist also wirklich ziemlich, ziemlich cool. Auch eine Besonderheit in dieser Shooting Range wird sein, dass man beim Ping die Meteranzahl sieht. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ich habe ja schon oft gesagt, so, ich fände es cool, wenn das Spyglass diese Funktion hätte. Denn dann würde das Spyglass wenigstens irgendeine Funktion übernehmen. Auch darüber hat in diesem Devstream der Dennis kurz geredet. Also die Idee steht da im Hause Crytek wohl auch im Raum, aber darum geht es gar nicht, das ist erstmal kein Thema. Wichtig ist nur, wenn ihr auf der Shooting Range seid, am Schießstand, dann funktioniert das, dann geht das und das soll den Leuten halt helfen, das Spiel besser zu verstehen, ein bisschen rumzuprobieren, ein bisschen rumzutesten, ist eine coole Sache. Man kann natürlich auch sich einfach ein bisschen bekämpfen miteinander, ja, man ist zu zweit, man wartet auf den dritten, man kann sich ein bisschen über den Haufen schießen, macht Spaß und das ist cool. Wenn man gedownt wird, auf dieser Shooting Range hat man die Option, entweder direkt wieder aufzustehen, also da, wo man quasi gestorben ist, oder man spawnt an einem weiter entfernten Ort, also so einem, ja, an einem sicheren Ort, sage ich mal. Hier sieht man es schon ein bisschen außerhalb des Forts. In dem Fall spawnt man halt dann natürlich mit vollem Leben und dann geht es weiter. Eine wichtige Randnotiz sei noch erwähnt. Tatsächlich hat es natürlich logischerweise keinen Einfluss auf eure Sterne oder eure KDH oder sonst irgendwas. Ihr könnt also hier wirklich nach Herzenslust die Sau rauslassen. Das nächste, was wir jetzt noch gleich sehen werden, ist eine Änderung beim Tutorial. Da wird ein bisschen gepolished. Das ist ein bisschen Quality of Life. Das Tutorial wird ein bisschen überarbeitet. Nicht viel tatsächlich, es sind kleine Änderungen. So Sachen, was wir hier erzählt haben, war zum Beispiel, dass die Hints, also diese Hinweise, die da oben im Eck stehen, dass der nächste Hinweis immer erst dann kommt, wenn quasi das vorherige wirklich abgeschlossen wurde. Und, was auch noch ganz nett ist, wenn man im Vorfeld, bevor man überhaupt jemals das Tutorial gespielt hat, schon seine Tastenbelegung geändert hat, werden die Tasten jetzt richtig angezeigt. Quickplay bekommt jetzt einen anderen Namen, das heißt jetzt einfach Soul Survivor. Es ändert sich prinzipiell erstmal nichts außer der Name und das ist eine ziemlich coole Sache. Was sich allerdings tatsächlich ändert ist, kommt man im Deathstream allerdings erst später dazu. Ich sag's euch aber jetzt gleich schon, weil wir beim Thema Soul Survivor Modus sind oder beim Quickplay, ehemals Quickplay Modus. Man bekommt in Zukunft, wenn man den vierten Rift schließt, bekommt man 75 statt 25 Bounty Dollar nochmal extra on top. Das soll die Leute quasi motivieren, dass sie halt tatsächlich ja, den Modus vernünftig spielen und auch wirklich versuchen, so schnell wie möglich den vierten Rift zu schließen. Denn das bringt nochmal ein bisschen extra Kohle, die man ja so oder so bekommt. Natürlich gibt es auch mit dem kommenden Update 1.13 wieder einiges an Bugfixes. Ein, zwei wichtige Sachen haben sie hier nochmal vorgehoben. Zum einen, wenn man jetzt über einen Preset-Loadout sich sein Hunter zusammenstellt, kauft er nicht nochmal eine extra Kopie vom Legendary-Item, was bisher der Fall war, sondern er nimmt sie halt aus dem bestehenden Pool raus, wenn man schon eine hat.
Außerdem soll jetzt auch immer die richtige Munition da unten dran stehen, die man eben noch zur Verfügung hat zum Nachladen. Das ist nicht bei jedem passiert und auch nicht bei jedem dauerhaft. Ich hatte es auch schon ein paar Mal, dass eben die falsche Munitionsmenge dasteht. Aber jetzt eben in Zukunft hoffentlich nicht mehr. Des Weiteren, ihr seht es schon, da oben steht's. Manche Fensterscheiben sind nämlich kaputt gegangen. Uns ist das sehr, sehr häufig bei den Boss-Compounds aufgefallen. Fensterscheiben, wo man drauf schießt oder drauf schlägt und die gehen einfach nicht kaputt. Das ist auch History. Das heißt, soll nicht mehr vorkommen. Und zu guter Letzt werden die Wurfäxte und Messer wieder ein bisschen zuverlässiger sein in Zukunft, denn manchmal sind die einfach verschwunden. Die nächste große Änderung, die mit 1.13 ins Spiel kommen wird, wird die Überarbeitung vom Ammo-Supply-System sein. Das alte, prozentual anteilige System fällt komplett weg. Jetzt bekommt ihr einfach eine fixe Menge an Kugeln raus aus einer Box. Wenn ihr also beispielsweise eine Mosin und eine Uppercut dabei habt, bekommt ihr trotzdem einfach nur zwei Kugeln Long Ammo raus aus dieser einen Box. Das variiert so ein bisschen von Box zu Box oder haben wir eine kleine Schachtel, seht ihr hier in dieser kleinen Liste, was man da rausbekommt. Ne? Also ihr seht schon, die Ammo-Box, die man sich als Consumable kaufen kann, wird sich deutlich mehr lohnen in Zukunft. Aber naja, schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sie wollen die Spieler dazu ein bisschen motivieren, unterschiedliche Munitionsarten mitzunehmen oder beziehungsweise Waffen mit unterschiedlichen Munitionsarten mitzunehmen und wollen damit gleichzeitig natürlich auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, wenn es zum Thema AFTO kommt. Denn da wird es später auch noch ein bisschen was geben. Und die AFTO, da wird nämlich der Recoil erhöht, sowohl vertikal als auch horizontal. Das heißt, die Waffe wird ein bisschen mehr rumwackeln beim Schießen und soll eben nicht mehr so unendlich Munition haben können wie bisher. Das gleiche gilt natürlich auch für Compact Ammo. Du kannst jetzt nicht mehr 20 Minuten lang durchlevern, wenn du die entsprechenden Dual-Wielding-Pistolen mit dabei hast. Apropos Dual-Wielding. Dual-Wielding, dafür gilt das gleiche. Man bekommt einfach nur einmal Munition für diese Waffe, aber halt eben nicht mehr doppelt so viel. Warum macht Crytek das? Ganz klar, man möchte, dass die Spieler Dual-Wielding-Pistolen nicht einfach nur als Munitionspool mitnehmen, sondern eben dann verwenden, wenn sie eben auch Bock darauf haben und die eben richtig spielen. So wie zum Beispiel beim Thema Aftomat. Ja? Klassisches Beispiel, man nimmt zweimal Dual-Wielding-Sparks-Pistol mit, einfach nur um mehr Munition zu haben und logischerweise auch aus den Muniboxen rauszubekommen. Das wird in Zukunft keinen Sinn mehr geben. Eine weitere Änderung wird sein, dass Incendiary-Munition ein Spieler oder ein Gegenspieler in dem Fall direkt mit dem ersten Treffer in Flammen steckt. Aber natürlich nur bis zu einer gewissen Distanz. Und diese Distanz ist abhängig von dem Kaliber der jeweiligen Waffe. Salveskin, der Trade, kann euch dafür übrigens schützen. Ihr seht hier links bei diesem Video, erster Treffer, er brennt sofort. Ein bisschen weiter weg, er brennt eben erst beim zweiten Treffer. Und rechts, gleiche Distanz über dem ersten vorne, aber eben mit Salveskin, da fängt er eben auch nicht nach einem Treffer bereits das Brennen an, sondern würde in dem Fall noch einen zweiten brauchen. Hier sieht man das Beispiel mit Long Ammo. Links brennt er eben nach einem Treffer, auch wenn es schwer zu erkennen ist in diesem Video. In der Mitte eben nicht und rechts das gleiche wieder. Die Distanzen ändern sich natürlich je nach Kaliber. Das heißt, bei einer Long Ammo Waffe, die kann halt auf höhere Distanz jemanden mit einem Schuss zum Brennen bringen, als jetzt beispielsweise eine Compact Ammo Waffe. Weitere Änderungen sind, Ammo-Box schaltet man ab sofort von Anfang an frei. Dum-Dum-Munition bei Medium-Bullet-Rifles starten sofort intensives Looten. Man bekommt mehr extra Munition für Explosive-Ammo von Anfang an, wenn man in die Runde startet. Und die Krack-Varianten bekommen alle 8 statt 6 extra Munition. Sticky-Bombs werden auch ein bisschen gebufft. Die können nämlich jetzt Spieler in einem größeren Radius töten. Ein weiteres, für mich zumindest kleines Highlight ist, dass man die Machete wieder bufft. Sie kann jetzt wieder One-Hit killen im oberen Torso. Und das ist etwas, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ein Grund, eigentlich mal wieder ein paar Michael Machete-Runden rauszuholen. Außerdem ist es jetzt endlich so, dass man mit einer Shotgun auf längere oder größere Distanz Hives und Armors one-shotten kann. Ist natürlich auch ganz gut, gerade in Anbetracht auf der Munitionsänderung. Mit dem Wurfmesser kann man endlich wieder Pferde mit einem Hit, und zwar nicht nur in den Kopf, sondern irgendwo auf dem Körper töten. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man da nicht jedes Mal gucken muss, dass man den Kopf trifft. Das gleiche gilt natürlich auch für die Wurfäxte. Bei der kurzen Romero-Variante hat sich auch ein bisschen was geändert.
Wenn man die ohne Headset, also ohne Klinge nimmt, dann kann man sie ein bisschen schneller nachladen als bisher. Und umgekehrt, wenn man die Variante mit der Klinge nimmt, also die Romero Headset, dann dauert es ein bisschen länger zum Nachladen. Außerdem wurde die Rate of Fire der Martini Henry Ironsight ein bisschen erhöht und ja, man bekommt ein bisschen mehr extra Munition. In Zukunft wird es so sein, dass man mit der Musket Bayonet Variante der Winfield schneller levern kann, nicht ganz so schnell wie mit der Standard Winfield, und das Recoil Verhalten der Grand Officer Carbine sowie die Data Variante davon wird verbessert. Das ist was, worüber ich mich wirklich freuen werde. Und hier sehen wir es auch nochmal, das was ich eingangs schon angesprochen habe, der Recoil der Aftermath wird erhöht. Das bedeutet, das Ding wackelt dann mehr rum und ist nicht mehr ganz so zuverlässig bzw. präzise. Resilience wird euch in Zukunft voll heilen, also je nachdem wie viele Balken ihr noch übrig habt, und Assailant kostet nur noch ein statt zwei Upgrade Points. Assailant, das ist übrigens dieser coole Trade, den wir vorhin auch im Einsatz gesehen haben, mit dem Wurfmesser. Das heißt, ihr könnt dann zustechen mit dem Wurfmesser, wie als wäre es ein normales Messer. Wenn ihr in Zukunft Level 50 werdet mit einem Hunter, bekommt ihr nochmal 500 Hunt-Dollar extra on top. Das ist doch auch ganz nett. Und was ich vorhin schon erwähnt habe, wenn man den vierten Rift im Soul Survivor Modus, ehemals Quickplay, schließt, bekommt man 75 statt 25 Bounty extra. Außerdem wird es in Zukunft so sein, dass man über 100 verschiedene Loading-Screen-Tipps hat. Das heißt, der Ladebildschirm wird voll sein mit neuen Tipps. Und das Schönste daran ist tatsächlich, dass diese Tipps sich danach orientieren, wie lange ihr schon spielt. Also ein Neuling liest da andere Tipps als ein erfahrener Spieler. Finde ich ziemlich cool, wenn ich ganz ehrlich bin. Außerdem werden natürlich die Waffenvarianten, die jetzt in der Questland waren, mit 1.13 für alle freigeschalten. Ich persönlich finde das Update super und ich finde, man merkt richtig, wie man sich bei Crytek Gedanken macht um das Spiel, wie man das Spiel auch wirklich versteht, wie man mit der Playerbase interagiert und so weiter und so fort. Die Änderungen sind, finde ich, richtig und wichtig. Man wird es auf dem Testserver dann nochmal austesten können, ausgiebig. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, in diesem Sinne, falls mir irgendwelche Fehler unterlaufen sind, korrigiert mich bitte, schreibt es in die Kommentare rein. Es ist spät, es war ein langer Stream und jetzt habe ich noch mitten in der Nacht dieses Video fertig gemacht, damit es noch aktuell ist. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Immer episch bleiben, adios und ciao, ciao.